Hey, hallo Leute, willkommen zu einem neuen kleinen Brickadia-Video. Ja, ich bin jetzt irgendwo mitten im Nirgendwo im Wasser. Hier sind wohl Leute, schon ein bisschen am Rumwerkeln. Wir gucken uns einfach mal ein bisschen um, was es hier zu sehen gibt. Die bauen wohl so einen, weiß ich nicht, so einen japanisch-asiatischen Tempel nach. Oh, die Effekte sind ja manchmal mega geil. Ja, irgendwie, ich kann von diesem Spiel nicht ab. Ne? Also es ist irgendwie, komme ich immer wieder zurück und ich hatte einfach mal wieder Lust, mal eine Folge aufzunehmen. Beim ersten Mal haben wir ja so ein bisschen geshootet, ne? Ein bisschen Gun Game betrieben. Und hier sind sie nun am Bauen. Mal gucken, was hier schon so zu entdecken gibt. Es ist halt ein Lego-Game, du kannst halt bauen, was du möchtest im Grunde genommen. Ja, wenn das Lego-Bauen nach Lego-Sets im echten Leben zu blöd ist, kann man sich hier vollkommen ausleben. Und einfach mal ein bisschen bauen. Ich gucke mir das jetzt einfach mal an mit euch hier zusammen. Wir können selber... Na gut, hier gibt es jetzt... um es vielleicht einmal zu veranschaulichen. Man selber kann hier auch etwas bauen. Steuerung und Q. Erstmal müssten wir uns Items auswählen. Ja, Plastik haben wir jetzt hier. Brick Tool, Paint Tool, Hammer Tool. Damit kannst du wahrscheinlich irgendwas bauen. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit dem Game halt überhaupt nicht aus, muss ich euch ehrlich gestehen. Dementsprechend. Keine Ahnung, aber man kann hier bestimmt richtig coole Sachen bauen. So. Wir gehen jetzt mal in den Tempel rein. Cool. Ja, mega, alleine das Gebäude sieht ja schon einfach mega geil aus. Will nicht wissen, wie lange die hier gebraucht haben für, vielleicht nicht lange, aber... Es sieht schon mal ziemlich crazy aus, auf jeden Fall. Wenn wer von euch eigentlich mal Bock hätte, mit mir was zu bauen, gerne eingeladen. Wir können einen Server erstellen und einfach mal ein bisschen was bauen. Das würde gehen. Man kann einfach so leicht joinen und so, das ist richtig cool. Ja, geil, wirklich. Wir können ja gleich nochmal einen anderen Server besuchen. Wir haben jetzt gerade mal hier geguckt. Return to Main Menu. Exit to Main Menu. Also ein Server ist jetzt hier noch offen. Das ist der hier mit einem Spieler. Den gucken wir uns nochmal an. Mal gucken, was es da zu entdecken gibt. Oh, schwarzer Boden. Was hat er denn hier gebaut? Guck mal, so ein kleines Häuslein. Ein kleines Haus. Richtig cool. Und die Tür. Denn... eigentlich irgendwie schließen. Also man kann da so ein bisschen gegenboxen. Keine Ahnung. Ein Zeppelin hat er sogar, so ein Heißluftballon hat er sogar gebaut. Hat er die so ein bisschen ja ausprobiert, ja? Das ist cool. So eine Telefonzelle. Was baut ihr denn da oben? What the fuck? Was ist das da oben denn bitte? Telefonzelle. Eine riesengroße Telefonzelle von Dr. Who oder was? Ist das ein Laufgitter oder was? Okay. Das sieht auch geil aus. Mit so, mit den Blümchen und so. Die gehen wir gleich mal hin. Ich gucke mich jetzt hier erstmal weiter um. Ach, guck mal, man kann auch rennen. Zwergenbehäusung oder was? Schade, dass man hier nirgends wie reingehen kann. Bank. Hier ist noch ein Gebäude, das möchte ich mir auch gerne mal angucken. Okay, hat aber auch was. Komplett in Schwarz und Weiß. Ja, richtig cool. Das Haus steht einfach... Das hier steht einfach über Kopf, das Haus. Hier oben steht irgendwas. So ein Auto oder was. Mit dem kann man auch bestimmt fahren. Was auch immer das ist. Keine Ahnung. Aber, ey, richtig cool. Haben wir mal ein bisschen mehr das gesehen von dem Game. Feier ich einfach nur. Könnt ihr gerne mal auschecken, das Game. Ansonsten sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video wieder, ne? Bis dahin und tschüss.